Wenn der Blutzucker über viele Jahre zu hoch ist, greift das die großen Blutgefäße an, zum Beispiel in den Beinen. Die Muskeln werden dann nicht mehr gut durchblutet und es kommt zur Schaufensterkrankheit. Besonders gefährdet sind Menschen mit Diabetes, die Bluthochdruck und hohes Cholesterin haben, vor allem wenn sie gerne rauchen. Ursache der Schaufensterkrankheit ist eine Verhärtung der Arterien, die sauerstoffreiches Blut in die Beine befördern. In der Gefäßwand entstehen dabei Entzündungsherde mit Ablagerungen von Cholesterin aus dem Blut. Im Laufe der Zeit wächst diese Ablagerung und engt die Arterie immer mehr ein, manchmal bis hin zum Verschluss durch ein Gerinnsel, daher auch der Begriff arterielle Verschlusskrankheit. Mit zunehmender Gefäßverengung kommt nicht mehr genügend Blut in den Beinen an und damit auch nicht mehr genügend Sauerstoff. Spürbar wird das vor allem, wenn die Beinmuskeln arbeiten und dafür zusätzlich Sauerstoff brauchen. Nach einer bestimmten Gehstrecke fangen die Beine wegen Sauerstoffmangel so stark an zu schmerzen, dass die Erkrankten zu einer Pause gezwungen werden. Daher Schaufensterkrankheit. Beim Ruhen brauchen die Muskeln weniger Sauerstoff, der Schmerz lässt nach und es kann weitergehen. Aber Vorsicht! Durch den Diabetes kann dein Schmerzempfinden stark vermindert sein. Dann merkst du lange nichts von der Gefäßerkrankung. Auch die Haut wird schlechter durchblutet und ist blass und kühl. Wunden heilen nur schlecht wieder ab und es entstehen offene Beine. Im schlimmsten Fall droht dann sogar die Amputation. Bei Diabetes wird die Schaufensterkrankheit leider oft sehr spät erkannt, weil die Schmerzen fehlen und ohnehin erst auftreten, wenn die Gefäße schon stark verengt sind. Das hast du aber selbst in der Hand. Warte daher nicht erst, bis du Beschwerden hast, sondern lass deine Gefäße frühzeitig und regelmäßig untersuchen. Verzichte unbedingt aufs Rauchen. Es ist Gift für deine Gefäße. Achte auf einen normalen Blutdruck. Und natürlich, hab stets deinen Blutzucker im Griff. Unterstützung findest du in der Selbsthilfe.